Schaut euch mal dieses krasse Lasermodul an. X20 Pro, 20 Watt Ausgangsleistung von Atomstack. Den schauen wir uns einfach mal genauer an und schauen mal, was diese 20 Watt so bringen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Jetzt erstmal herzlich willkommen in meinem Gipfelholz. Ich bin der Jens. Und ja, ihr habt es echt gerade richtig gehört, Diodenlaser, 20 Watt Ausgangsleistung. Ich habe hier schon mal zusammengebaut den X20 Pro von Atomstack auf dem Tisch liegen, der wirklich 20 Watt Ausgangsleistung haben soll. Und wir schauen ihn uns einfach mal genau an. Ich bin selber gespannt, ich habe noch kein bisschen gelasert. Wir werden den Laser aber gemeinsam in dem Video zusammenbauen. Wir werden gemeinsam Sachen einfach lasern. Ich habe ja schon mal den X7 vorgestellt. Der X7 ist auch ein Top-Gerät, muss ich sagen, mit 10 Watt Ausgangsleistung. Das Video kann ich euch auch nochmal hier oben verlinken. Schaut es euch auch nochmal an. Aber es geht ja heute um den X20 mit 20 Watt. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Und alle Sachen, die wir lasern, auch Werte und so, die werde ich euch in die Homepage von mir packen. Diesen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich werde euch auch das Koordinatensystem und den Power- und Speed-Test werde ich euch natürlich auch wieder zum kostenlosen Downloaden anbieten. Also unten in der Videobeschreibung ist der Link drin. Draufklicken, downloaden und drüber freuen. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Zusammenbau und dann schauen wir uns mal den Laser nochmal genau an. Ausgepackt habe ich das Ganze für euch schon mal und was haben wir denn alles mitgeliefert? Hier haben wir schon mal das Herzstück, den Laser selber. Das ist schon ganz schön ein Mordsäumel. Es sind ja 4 Laser verbaut in diesem Ding. Wir werden es nachher nochmal vergleichen mit dem X7. Und ja, im Endeffekt ist alles mitgeliefert. Es ist Werkzeug mitgeliefert, sogar noch Lasermaterialien zum Testen hier. Es ist eine Brille mitgeliefert, das Netzteil selber, ein kleiner Kompressor. Weil wir ja hier in diesem Modell hier ja schon den Air Assist verbaut haben hier, da braucht es nur noch den Schlauch hier oben anschließen, finde ich auch schon mal einen Mordsvorteil, dass wir sowas mitgeliefert haben. Ja, im Endeffekt sind ein paar Schräubchen im Endeffekt. Wir werden das Ganze jetzt mal zusammenbauen und dann werden wir loslegen mit dem Lasern. Zusammengebaut ist er. Leute, ich muss euch sagen, es sind 10 Minuten, Viertelstunde und theoretisch könntet ihr danach gleich loslegen. Also es ist überhaupt kein Problem. Es sind 12 Schräubchen, die ihr zusammenschrauben müsst und gut ist. Verkabeln, fertig. Also nicht hier eine Stunde rumschrauben oder so. Nee, also alles gut. Das Einzige, was ich bemängeln muss, ist, in der Bedienungsanleitung steht, dass ihr diesen Arm hier von vorne drauf schieben müsst. Nee, das stimmt nicht ganz, weil da ist ja der Endschalter hier unten drin. Dass er die Endposition in der Ecke findet, sondern ihr müsst das Ganze von hinten drauf und dann die Füße dran schrauben und gut ist. Aber das ist jetzt überhaupt kein Problem. Das wird er schon merken, wenn er versucht, von vorne drauf zu schieben, dass da hier der Endschalter ist.
Das Zweite, was ich noch sagen muss, gut, diese Riemen spannen. Es ist ein kleines bisschen Gefummel. Ihr müsst die Riemen gut spannen, nicht zu fest, dass er sich nicht mehr dreht, sondern einfach nur, dass sie halt einfach gespannt sind. Und da dieses Reinfummeln hier in dieses Profil ist ein kleines bisschen fummelig. Aber ganz ehrlich, es ist Jammern auf hohem Niveau. Jetzt schauen wir uns mal das Herzstück an. Jetzt muss ich das mal abmachen nochmal. Jetzt schaut mal, das ist dieses Lasermodul mit 20 Watt. Das wird über 4 Laser geregelt, die über einen Spiegel einen Laserpunkt von 0,08 mm mal 0,1 mm ergeben. Und jetzt schaut mal diesen Vergleich hier an. Das ist das 10 Watt Modul von Atomstack und das ist vom X7. Jetzt schaut euch mal diesen Vergleich an, was das für ein Eumel ist. Das ist echt heftig und ich bin mal gespannt, was der an Leistung bringt. Ebenso nicht nur die 20 Watt, sondern wir haben hier auch einen Air Assistant verbaut, den man natürlich auch abmachen kann, ist ganz klar. Aber hier seht ihr den Air Assistant, der geht hier durch und hier oben ist dann der Anschluss für den Kompressor bzw. für den Schlauch, den ihr bloß anstecken müsst. Ist also auch schon mal toll, dass es schon mal in diesem Lasermodul eine Möglichkeit gibt, das direkt da anzuschließen. Echt top. Dann seht ihr hier noch den Spiegel. Der Spiegel ist einfach dafür da, dass er dann die Laserstrahlen rausfiltert. Das wird auch wie beim X7 wirklich gut gemacht. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, setzt trotzdem eine Brille auf, sondern es gibt nämlich hier auch Umgebungsstrahlen und geht es lieber auf eine Nummer sicher. Das Ding hat wirklich 20 Watt und da solltet ihr definitiv in egal welche, wie viel Watt, nicht reinschauen. Wenn wir schon beim Lasermodul sind, kann ich euch gleich zeigen, wie man das Ganze fokussiert. Und zwar haben wir hier so ein mitgeliefertes Teil hier zum Ausmessen oder zum Justieren oder zum Fokussieren des Lasers. Wenn ihr das Gehäuse mit dem Spiegel dran habt, man kann nämlich dieses Gehäuse auch abschrauben, wenn man den Air Assistant rausbaut oder so. Aber wie gesagt, ich lasse das Ding immer dran. Ist sicherer auf jeden Fall. Und wenn man das Ganze jetzt so ohne Gehäuse macht, macht man das Ganze einfach nur flach auf das Werkstück, was ihr lasern wollt. Dann geht es mit der Schraube runter. Die Justierschraube finde ich echt gut, weil die super toll hält. Einfach festziehen und das Ganze dann unten rausziehen und schon habt ihr den Laser richtig fokussiert. Solltet ihr das Gehäuse abmachen, ist es genau die Höhe, müsst ihr das Ganze einfach hochkant aufstellen. Also im Endeffekt ist der Laser aufgebaut wie der X7 von Atomstack und das Tolle daran ist auch bei diesem Laser genauso, wir haben hier eine Querverbindung, hier haben wir dann den Stepmotor und diese Querverbindung ist sehr, sehr gut, muss ich sagen, denn dieser Arm kann nicht sich irgendwo verdrehen oder sonst irgendwas, denn wird auf beiden Seiten nämlich gleich angetrieben. Das ist auch noch ein Vorteil gegenüber anderen Lasermodulen, die es auf dem Markt gibt. Hier vorne seht ihr die Bedieneinheit verbaut. Achtet drauf, das ist der Notaustaster. Das ist schon mal sehr top. Wenn was sein sollte, braucht ihr bloß da draufhauen. Im Endeffekt geht der Laser sofort auf und hört auf zu lasern. Achtet aber beim ersten Bedienen darauf oder beim ersten Anschalten, dass dieses Ding nicht gedrückt ist, weil sonst wundert ihr euch, dass nichts funktioniert. Und deshalb einfach achten drauf. Poweranschluss, USB-Anschluss direkt an den Rechner, Powertaster, Reset-Taster. Und jetzt haben wir hier noch ein Touch-Bedienfeld. Das ist beim X7 ja nichts anderes im Endeffekt. Die Bedieneinheit ist exakt die gleiche. Und wir können hier noch eine Micro-SD-Karte einlegen. Dort können wir im Lightburn zum Beispiel im G-Code speichern, können das Ganze dann hier einstecken und können direkt von dem Touchpad das Ganze bedienen. Da können wir genauso alles einstellen, Geschwindigkeit und können wir alles einstellen und können dann hier auf Start drücken und schon lasert das Ding genauso los wie von Lightburn gesteuert. Da ist es in der Bedienungsanleitung recht gut erklärt. Das werden wir nicht mehr drauf eingehen auf die Geschichte. Das muss sich jeder, wer es braucht, natürlich selber einfach mal anschauen. Aber das ist überhaupt kein Problem, das Ganze über dieses Touchpad zu steuern. Ja, manche haben schon was gesehen und zwar werde ich das euch auch noch zum Downloaden anbieten oder den Link dazu zu Thingiverse, wer einen 3D-Drucker hat, der kann sich hier Füßchen selber drucken. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man einen 3D-Drucker hat und zwar ist das hier reingestellt, das Ganze. Deshalb können wir auch das Koordinatensystem, es ist schon sehr eng gesetzt, jetzt komm raus, Erzeller. Und jetzt ist super toll, man kann nämlich dort diese Sachen hier drucken
und wo sind meine Klötze. Und man kann dieses auch hier höhenverstellbar. Es ist so eine Art Lego-System. Da kann man sich dieses Teil hier aufbauen, so hoch man möchte im Endeffekt. Und man kann den Laser so nach oben setzen. Aber wie gesagt, werde ich euch auch nochmal unten verlinken. Wir haben ja eine Arbeitsfläche von 400 x 400 mm. Das ist ein Unterschied zum X7, denn der X7 hat 410 x 400 mm. Das liegt aber einfach an diesem Lasermodul, das einfach mehr aufbaut, weil es echt ein richtiger Eumel ist im Endeffekt. Aber dafür haben wir halt echt richtig coole 20 Watt, wo ich wirklich mal gespannt bin, was das Ding bringt. Zum Lasern werde ich Lightburn benutzen, denn Lightburn ist echt ein mächtiges Programm, kostet zwar was nach 30 Tagen, aber ich mag diese mitgelieferte Software, mag ich nicht. Es ist einfach Geschmackssache und das kann jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, ich mache das Ganze in Lightburn. Wen es interessiert, wie das Ganze in Lightburn eingebunden wird, darauf werde ich heute nicht mehr drauf eingehen, denn ich habe das schon im Video vom X7 gebracht und wen das interessiert, das ist dann hier oben oder unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt das Video, wenn ihr wissen wollt, wie ihr diesen Laser hier, den X20 in Lightburn einbinden könnt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an zu lasern und wir werden den Kompressor mal anschließen, mal schauen, wie laut der ist. Das werden wir dann am Schluss des Videos einfach mal nochmal im Fazit zusammentragen und werden einfach mal dieses Koordinatensystem jetzt einfach mal drauf lasern und dann legen wir eigentlich dann schon los mit der Laserei und testen ihn. Leute, ich habe wieder mal was vergessen, die Sicherheit, bevor wir loslegen zum Lasern. Leute, ihr seht es schon, setzt immer die Brille auf beim Lasern, die mitgelieferte oder halt auch eine, die ich jetzt hier habe, eine, ja, ein bisschen bessere vielleicht, werde ich euch unten auch noch verlinken. Setzt die bitte auf, denn es sind wirklich 20 Watt und es kommt immer irgendwie Umgebungsstrahlen hier raus, die schädigen euer Augenlicht, das wollt ihr einfach nicht. Des Weiteren ist es ganz wichtig, Abluft zu haben. Macht es draußen, macht es irgendwo in der Garage, was gut belüftet ist, aber atmet das ganze Zeug, was da gelasert wird, nicht ein. Ich habe schon mal mit Manu ein Gehäuse gebaut, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Da könnt ihr euch das Gehäuse selber bauen mit Abluft nach draußen. Oder ihr habt so eine fette Absaugung, wie ich bei mir in der Werkstatt habe. Da wird ein richtig fettes 120er Rohr wird dann drüber gelegt und das Ding wird abgesaugt. Da stinkt überhaupt nichts nach dem Lasern, aber achtet einfach drauf. Lasst den Laser bitte auch niemals alleine, denn ich habe so viel Mist im Netz gesehen, wo dann wirklich Laser abgebrannt sind. Die haben dann hier irgendwas abgefackelt oder sonst irgendwas. Also nie alleine lassen. Es ist echt kein Spielzeug, dieses Zeug. Ja gut, also ich würde sagen, jetzt gehen wir aber zum Lasern und jetzt machen wir das Koordinatensystem. Wow, jetzt Leute, schaut euch mal das hier an. Vier Durchgänge, 1,8, 18 mm Fichte. Schaut euch mal das hier an, ist doch Wahnsinn. Und was für ein mega guter Schnitt. Boah, ey, Wahnsinn. Leute, echt, das ist mal sowas von krass. Es geht auch mit drei teilweise. Das waren jetzt drei Versuche, da bin ich einmal nicht durchgekommen hier. Aber ganz knapp hier nur, aber da ist ein Ast. Das waren auch drei Durchgänge.
und da ist es sauber durchgegangen. Also es kommt immer aufs Holz drauf an, was ihr da habt. Das ist ja wie gesagt 18 mm Fichte oder sogar 19 mm. Ne, das sind sogar 19 mm Fichte. Wahnsinn. Also schaut mal diesen sauberen Schnitt an. Hey, Wahnsinn, hey. Jetzt, das macht Lust auf mehr. Jetzt habt ihr mal gesehen, was der X20 Pro an Leistung bringt. Es ist echt brutal, diese 20 Watt. Also damit kann man schon einiges anstellen. Aber wir werden diese ganzen Sachen, die wir gelasert haben, gleich nachher nochmal anschauen im Detail. Aber zuvor muss ich euch sagen, ich habe diesen Laser hier direkt Atomstock bestellt. Es ist überhaupt kein Problem. Er kam innerhalb von ein paar Tagen kam er an. Es ist alles verzollt, es ist alles geregelt, es ist überhaupt kein Problem, dort direkt zu bestellen. Ich werde euch natürlich alles, was ich jetzt hier im Video verwendet habe, auch den Atomstock,
und alles andere werde ich euch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ebenso werde ich euch natürlich auch die anderen Sachen hier verlinken. Wie gesagt, kostenlos zur Verfügung stellen, dieses Koordinatensystem. Ich werde euch diese Power-Tests zur Verfügung stellen. Da braucht ihr einfach downloaden. Unten in der Videobeschreibung ist der Link auf die Homepage. Da könnt ihr alles downloaden und euch darüber freuen, dass ihr es nicht selber machen müsst. Ihr könnt die ganzen Tests natürlich auch direkt auf euren Laser, es ist nicht nur für den Laser gedacht, sondern ihr könnt diese Power-Tests und Speed-Tests und alles Mögliche, könnt ihr natürlich auch noch anpassen. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist eine Laserunterlage. Gerade beim Schneiden ist es sehr wichtig, weil ihr wollt ja euer Koordinatensystem, wenn ihr es hier auf Holz gelasert habt, nicht kaputt machen. Denn der Laser geht ja dann öfters mal durch beim Schneiden oder geht durch beim Schneiden. Das ist der Sinn und Zweck davon. Und ich kann auf jeden Fall euch so ein Lasergitter hier empfehlen. Das werde ich euch auch noch unten verlinken. Mitgeliefert wird ja auch so eine Edelstahlplatte hier. Das könnt ihr auch als Schutz nochmal drunter legen. Und wenn ihr das Ganze nicht kaufen wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch so ein Gitter selber bauen. Das habe ich bei meinen ersten Laserversuchen auch selber gebaut mit Nieten, wo man dann die Sachen drauflegen kann und gut ist. Zum Fazit kommen wir nachher. Zuvor werde ich euch jetzt aber erstmal herholen und wir schauen die gelaserten Sachen, die wir gemacht haben. Wollen wir uns einfach mal gemeinsam anschauen, durchsprechen. Und stimmt, da war ja noch was. Wir wollten den Kompressor auch nochmal testen auf Lautstärke und das werden wir auch gleich nochmal machen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an und fangen mit dem Wichtigsten an, die Schnitttests. So, unten X7, ein Durchgang, 4 mm Pappelsperrholz. Ihr seht, hier stehen noch ein paar Kästchen. X20 Pro, ein Durchgang, 4 mm, auch Pappelsperrholz und der ging durch wie Butter. Ist überhaupt kein Problem. Aber ich muss gleich dazu sagen, es kommt immer auf die Qualität des Holzes natürlich auch drauf an. Es kann auch mal sein, dass beim X20 hier ein, zwei Kästchen stehen bleiben. Also es kommt immer auf die Qualität drauf an. So, Speed and Power Test genauso. Schaut euch mal dieses Ding an. Das ging sogar richtig durch teilweise hier. Und könnt ihr euch natürlich auch selber auf die Geschwindigkeiten und aufs Material anpassen. Aber ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr lasern müsst, so ein Speed and Power Test ja, auf das Material anzuwenden. Bleiben wir beim Schnitt. Und zwar hier haben wir ja diese Fichte, 19 mm. Und da muss ich euch dazu sagen, drei Versuche. Einmal ging es durch, einmal ging es nicht durch. So, und warum ist das so? Ihr seht es hier, hier ist ein Ast hier drin. Hier ist das Holz einfach zu stark an der Stelle. Und es ging nicht ganz durch. Also das müsst ihr auch wissen, je nachdem, was ihr lasert, dass manchmal der Laser dann nicht durchgeht, ein paar Zentimeter weiter rüber, geht er einfach durch und das sind auch drei Versuche. Aber ich muss dazu sagen, die Schnittkante, die ist sowas von schön, glatt, scharf und also richtig schöner Schnitt und das durch 19 mm. Was mich fasziniert hat, ist, dass wir hier genauso auch, das ist eine ganz normale Standardlatte hier, Holzlatte und es hat 24 mm und schaut mal diesen schönen Schnitt hier einfach an, das ging auch durch. Ich habe 7 oder 8 Versuche gebraucht. Warum 7 oder 8? Einmal ging es mit 7 durch, richtig schön, einmal geht es mit 8 durch, aber das habe ich ja euch ja genau gesagt, es kommt immer auf die Maserung vom Holz drauf an, also es kann auch mal sein, dass ihr dann ja, einen Schnittversuch mehr braucht. Aber schaut mal, 24 mm ging durch wie Butter und dieser Schnitt ist auch wunderbar. Ihr müsst schon ein bisschen rumspielen mit den Einstellungen. Ich würde euch auch empfehlen, ihr macht überall diesen Speed- und Power-Tests. Hier bei Alu habe ich meine Probleme am Anfang gehabt. Ich habe dann wirklich nicht die Einstellung gefunden, habe einen Speed- und Power-Test drauflaufen lassen und habe dann genau gewusst, okay, bei dieser Geschwindigkeit, bei dieser Power, da macht er am besten, da lasert er am besten drauf. Das ist ja mit Sprühfolie besprüht worden, um das Ganze jetzt hier schwarz drauf zu bekommen, aber auf Alu lasert er ja nicht. Und dieses Video habe ich auch schon mal gemacht, das kann ich euch auch noch mal hier oben verlinken. Aber ihr seht schon, hier am Anfang mit den falschen Einstellungen, da kam es nicht wirklich schön rüber. Und habe ich die Einstellung gefunden und dann ging es echt top. Und wie gesagt, das ist Sprühfolie. So, mal ein bisschen beiseite geräumt. Ebenso ist es beim Edelstahl. Beim Edelstahl müsst ihr einfach mal den Einspielungen ein bisschen rumspielen. Macht einen Speed- und Power-Test, wie auch schon öfters jetzt erwähnt, dass ihr das dann drauf macht. Denn beim ersten Mal Edelstahl direkt lasern, ohne Hilfsmittel, ist es, naja, so okay geworden. Es passt schon, es schaut okay aus, aber es ist jetzt nicht perfekt.
Aber dann Speed und Power Test drauflaufen lassen und siehe da, es wird richtig schön. Natürlich kommt es auch aufs Edelstahl drauf an, von der Oberfläche her, welches Edelstahl oder sonst irgendwas. Hier das Messer habe ich auch nochmal gelasert, hier ist es ein bisschen bräunlicher drauf gekommen, aber es ist auch nicht schlimm. Wenn man da mit den Einstellungen ein bisschen rumspielt, ist es auf jeden Fall auch machbar, dass man das komplett schwarz drauf bekommt. Schaumstoff auch überhaupt kein Problem. Wir können da richtig mit der hohen Geschwindigkeit durchfahren. Das ist ja der Vorteil an diesen 20 Watt, hohe Geschwindigkeit, weil wir einfach mehr Watt haben. Und das ist auch gar kein Problem, Schaumstoff zu machen. Da könntest du zum Beispiel so Einlagen für die Werkstatt machen oder sonst irgendwie. Das könntest du dann einfach hier richtig ohne Probleme, ja, ausschneiden. Jetzt seht ihr hier mal den Unterschied und zwar auch einen Speed- und Power-Test drauflaufen lassen. Hier hatte ich nicht die 1000%ige Einstellung, hier ist es ein bisschen bräunlicher, hier ist es ein bisschen schwärzer. Aber das ist je nach Geschmackssache, wie man das machen kann, aber ihr könnt es selber wählen, wie ihr das praktisch haben wollt. Denn mit dem Speed- und Power-Test ist es überhaupt kein Problem, das Ganze zu machen. Flusssteine habe ich auch noch versucht. Schaut mal, also auf diesem Flussstein kam es richtig schön weiß rüber. Ist natürlich noch ein bisschen drüber lackiert, dass das besser zur Geltung kommt. Bei diesem Flussstein ist es ja nicht weiß geworden, sondern halt eher auch dunkel. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann überhaupt. Aber hier ist auch der Hirsch drauf und der ist richtig tief eingebrannt. Also man spürt es richtig hier, diese Kante hier spürt man. Aber man sieht schon, wo was die 20 Watt einfach hier ja, hinbekommen. Ist echt krass. Obligatorisch habe ich natürlich wieder diese Fliese gelasert. Das mache ich bei jedem meiner Lasertests, mache ich diese Fliese. Kommt auch echt top von der Qualität raus. Wie das funktioniert, könnt ihr auf der Homepage nachlesen. Aber auch gut. Spiegel auch überhaupt kein Problem, sowas zu lasern hier. Also der Vorteil ist bei den 20 Watt, wir können halt von der Geschwindigkeit echt um einiges höher fahren, damit wir aufs gleiche Ergebnis kommen wie mit dem 5 Watt oder 10 Watt Laser. Nicht im Video gezeigt war hier dieser Rotary hier von Atomstack. Da könntest du einfach runde Sachen lasern hier, wie zum Beispiel dieses Glas hier, ja, das Logo drauf lasern oder sonst irgendwas. Einfach Rundes zum Lasern. Eins möchte ich mit euch noch durchsprechen und zwar, es gibt auch eine App dafür, denn der X20 hat auch ein Wi-Fi-Modul verbaut, wo ich dann praktisch das Ganze mit dem Handy verbinden kann. Das ist ganz einfach, verbindet einfach den Laser mit eurem Handy, dann könnt ihr hier Fotos, Dateien aufrufen, ihr könnt zeichnen, ihr könnt lokale Dateien auf der Micro-SD-Karte, die ihr vorher natürlich erstmal in den Laser einlegen müsst, auch abrufen und ihr könnt es alle auch vom Handy steuern, wenn ihr gerade kein Rechner zur Hand habt. Macht mal einfach mal eine Zeichnung, wollen wir mal probieren, ob es funktioniert. Jetzt schreibt man mal hier Hallo. Oh, das ist jetzt nicht schön geschrieben. Egal. So, und dann können wir das Ganze noch bearbeiten, wie wir wollen. Dann können wir hier alles noch bearbeiten, könnt Next geben. Jetzt können wir hier die Größe eingeben. Machen wir es mal ein bisschen kleiner hier. 50. 50 machen wir es einfach mal. Die Geschwindigkeit einfach mal, ja, machen wir mal 2000 und 40%. Also da müssen wir dann 400 eingeben, glaube ich. Ja, oder? Machen wir es 40%, jawohl. Okay drücken, dann auf Next gehen. Also das ist jetzt nur mal ganz schnell, das ist wirklich total einfach, das Ganze zu machen. Hier können wir dann noch einstellen, wo der Laser anfangen soll zu lasern. Wir können hier alles Mögliche noch machen, seht ihr ja gerade selber. Also wie gesagt, da werde ich jetzt nicht 1000%ig drauf eingehen. Machen wir Start, bestätigen und schon müsste der Laser loslasern. Jawohl, er lasert los und ich hole es jetzt gleich mal her und... Also es ist total easy, auch mal mit der Datei hier oder mit dieser App hier offline zu lasern, beziehungsweise jetzt halt ohne Rechner zu lasern. So, jetzt seht ihr mal das Endergebnis hier. Perfekt, passt doch. Gut, die Einstellungen waren jetzt vielleicht nicht richtig gewählt zum Lasern, aber das war ja praktisch nur ein Versuch, um es euch zu zeigen, wie es funktioniert. Und ich finde es ganz praktisch, wenn man dann mal schnell was mit dem Handy machen will oder hier keinen Rechner zur Hand hat, kann man das Ganze auch übers Handy machen. Also überhaupt kein Problem. Wie versprochen, der Lautstärketest hier. Der Kompressor selber ist nicht wirklich laut. Das, was heißt laut? Hier unten, wenn es rausbläst, natürlich haben wir da nur durch eine Verengung und durch eine Verengung von der Luft wird es natürlich ein bisschen lauter. Aber ich muss es dazu sagen, ich finde es jetzt nicht lauter als alle anderen Laser, die ich jetzt schon bis jetzt getestet habe vom Air Assistant her. Und ich finde es sogar noch ein bisschen leiser hier.
aber wollen wir mal einfach andrehen, ich bin es mal bis zum roten Bereich, fahre ich mal vor und ich drehe jetzt die Lautstärke nicht runter und ihr hört es im Originalton. Hier Mikro, also ich finde es noch vom Geräusch her echt ertragbar. Jetzt möchte ich euch noch eins zeigen, was mir jetzt nicht tausendprozentig gut gefällt, ist aber anders nicht machbar, muss ich sagen, bei dem Laser. Ihr seht ja diesen Sichtschutz hier, diesen Sichtschutz habe ich auch mal im Video abgemacht. Vielleicht haben es der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt. Warum habe ich das abgemacht? Ja, zum Beispiel bei diesem kleinen Stückchen Acryl. Das Stückchen ist kleiner als der Laser, seht ihr ja hier von der Größe her. Jetzt lege ich das Ganze drunter, justiere den Laser, also mit Gehäuse, und ziehe das dann raus. Ja, was passiert dann? Ich verschiebe das Ganze. Denn das Ganze verschwindet ja in diesem Gehäuse. Ja gut, wie soll ich das anders fokussieren? Denn durch diesen Spiegel sehe ich jetzt nicht tausendprozentig, wo ich das jetzt hier lasern kann und kann es nicht zu 100% hier einstellen. Also muss dieser Sichtschutz weg. Ist ja auch dafür gedacht, dass man wegmachen kann. Sind zwei Schräubchen, gar kein Problem. Und hier kann ich das Ganze jetzt hochkant, müsst ihr natürlich dran denken, hochkant drunter legen, kann das Ganze justieren und kann im Nachhinein nochmal den Laserpunkt anmachen, ganz leicht, und kann das Ganze dann hier nochmal justieren und kann dann lasern. Also ihr seht schon, mit ganz kleinen Sachen kann man das nicht so gut machen. Bei großen Sachen zum Justieren würde ich euch definitiv empfehlen, diesen Spiegel dran zu lassen, denn die Umgebungsstrahlen sind echt sehr gering, aber trotzdem Brille aufsetzen, Leute, gell? Des Weiteren habe ich gedacht, am Anfang, wenn ich mit 12.000, weil der fährt 12.000 Millimeter pro Sekunde, habe ich gedacht, weil das hat schon ein ganz schönes Gewicht, dieses Lasermodul, es ist wirklich ein richtiger Eumel, diese 20 Watt, habe ich gedacht, wenn er mit 12.000 hier rumfährt, dass das Ganze instabil wird und anfängt zu wackeln. Nee, da passiert überhaupt nichts. Also da bin ich auch positiv überrascht, dass selbst bei diesem Gewicht hier das Ganze richtig stabil ist. Das Tolle ist auch, dass er halt diese Endschalter, zwei Endschalter hat und genau immer an diesem Punkt abschaltet und in die Home-Position fährt. Und das Tolle daran ist, dass er dann wirklich, ich bin ja tausendmal wieder in die Mitte gefahren, weil ich habe das Koordinatensystem drauf, und er verstellt sich absolut nicht um keinen Zehntel Millimeter. Ich fahre dann immer wieder in die Home-Position, fahre immer wieder in die Mitte, und die Mitte ist genau da, wo ich gelasert habe, auch nach 100 Mal in die Home-Position zu fahren, fährt er wieder zurück und ist exakt, aber wirklich auch an derselben Stelle wieder. Das Offline-Lasern finde ich auch noch ganz cool. Gut, ich persönlich brauche es nicht wirklich so. Ich habe einen Rechner einfach dran, ist gar kein Problem. Aber wenn man jetzt mal das ganze Ding mitnehmen will irgendwo hin und mal dort irgendwas lasern, nur einfach im G-Code speichern, hier in Lightburn, das ganze Micro-SD-Karte hier rein und das Ganze hier dann rumsteuern, ist eigentlich auch gar kein Problem, das Ganze zu machen. Wie gesagt, brauche ich euch nicht wirklich zeigen. Das ist so gut wie selbsterklärend, hier mit diesem Touchpad zu arbeiten. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr den X20 Pro findet. Was habt ihr für Laser? Habt ihr andere Marken? Habt ihr den X7? Wie zufrieden seid ihr damit? Schreibt es mal unten rein, würde mich echt freuen. Bombardiert da einfach mal diesen Text dazu, da unten diese Kommentarfunktion, und würde mich echt darüber freuen. Kommen wir mal zum Fazit des X20. Also ich bin wirklich echt positiv überrascht. Dieses 20 Watt Modul ist echt, also ich glaube echt momentan gerade der stärkste Laser, Diodenlaser auf dem Markt. Ich glaube, die anderen werden auch noch alle nachziehen. Aber ich bin echt positiv überrascht. Außer halt diese Kleinigkeit hier, dass man das Gehäuse abmachen muss. Was richtig Negatives habe ich nicht gefunden. Air Assist ist verbaut, Kompressor ist mit dabei. Gut, der Preis ist jetzt nicht ganz günstig, aber das kann natürlich jeder selber für sich entscheiden, ob er die 20 Watt braucht oder doch auf den X7 geht, der doch um einiges günstiger ist, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe, euch hat der kleine Test hier gefallen. Was heißt hier kleiner Test? Es war schon ein ausgiebiger Test, aber natürlich kann der Laser noch um einiges mehr, was ich jetzt nicht gezeigt habe, aber das wird einfach das Video sprengen. So, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, vor allem die kleine Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz, und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu, bis demnächst. Servus.